Luigi! Wow, meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute gibt es wieder ein paar neue News. Damit ihr nichts mehr verpasst, vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt. Let's go! Und zwar fangen wir gleich mal an mit Dragon Ball Super, der Brody. Und zwar hat der extrem gut abgeschnitten in Sachen Einnahmen. Und zwar hat der ganze 3,3 Milliarden Yen eingespielt. Also seit dem 14.12. läuft das Ding und hat jetzt sozusagen schon in Euro 24 Millionen Euro eingespielt. Es wird davon ausgegangen, wenn das Ganze jetzt ins Ausland noch kommt, also wenn es expandiert, was ja bei uns jetzt im Ende Januar sein wird in den ganzen Kinos, dann wird der Film wahrscheinlich so um die 5 Milliarden Yen erreicht haben, was echt richtig geil ist. Also so 40 Millionen Euro Umsatz ist schon gut für ein Anime, finde ich, oder? Außerdem möchte ich nochmal dazu aufrufen, dass es echt wichtig ist, dass ihr bei solchen Events ins Kino geht, um zu zeigen, dass wir Animes mögen und dass wir mehr Anime im Kino sehen wollen. Und deswegen schön immer einen Kumpel schnappen. Ich zum Beispiel gehe ins IMAX in Nürnberg und da ist es halt so die extrem große Kinoleinwand. Also ich glaube, das ist eins der mitgrößten Kinos, also Kinoseele. Und da will ich mir schon mal gern die Klopperei geben zwischen Brody und Son Goku. Wir bleiben direkt mal bei Dragon Ball, denn der Film wird jetzt neu angekündigt in Österreich auch in 4DX-Kinos laufen. Und zwar in Wien und Linz. Und wenn das mal nicht geil ist, hallo, was ist das für eine geile Erfahrung? Geht ihr da hin, schreibt es mal in die Kommentare. Free bekommt einen neuen Film, beziehungsweise zwei. Und zwar der eine davon ist 2019 nochmals Compilation der dritten Staffel. Und dieser läuft am 5. Juli 2019 in den deutschen Kinos unter dem Namen. Steht bei mir echt in der Notiz Free Die to the Future. Dive to the Future und damit geht's dann in die Kinos und nächstes Jahr wurde für 2020 ein neues Projekt enthüllt und das soll ein kompletter neuer Free-Film sein. Ich tippe, es wird ein eigenständiger Film sein. Mögt ihr Free? Geht ihr in die Filme rein? Schreibt's mal in die Kommentare. Ich bin gespannt. Weiter geht's! KC gab auf der Animagic letzten Jahres schon bekannt, dass das Disc-Release kommen wird und zwar am 31. Mai, wenn ich mich nicht irre. Und da kommen die Blu-ray und DVD-Varianten der dritten Staffel. Wir haben... Da ist ein Poster runtergefallen. Wieder haben wir KC mit einer neuen Nachricht, denn es kommt noch ein gutes Release auf Blu-ray und DVD. Und zwar ist das Boku no Hero Academia und zwar die zweite Staffel. Oder My Hero Academia, je nachdem wie ihr das nennen wollt. Und das kommt hier auf Blu-ray und DVD raus. Aber es wurde auch noch im allerletzten Moment bekannt gegeben, dass zur Leipziger Buchmesse dann wahrscheinlich ein Sammelschuber kommt. Das heißt, ihr könnt eure ersten und zweiten in einem wunderschönen, also und den Rest in einen wunderschönen Sammelschuber reintun. Den könnt ihr dann beim KC-Stand für 7 Euro erwerben. Im März war das, glaube ich. Der Release der Disc-Version ist der 31.05.2019. Kauft ihr es? Kennt ihr es? Schreibt es in die Kommentare. Detroit Smash! KC hat noch nicht genug und released auch noch dieses Jahr die sechste Box von Fairy Tail. Nachdem ja im letzten Jahr oder Ende letzten Jahres endlich diese geile Filmversion rauskam von Dragon Cry mit einer Edition, in der man einen Plüschblu haben konnte. Oh Mann, ich wollte sie mir fast kaufen. Wurde jetzt bekannt gegeben, dass am 31.05.2019 die sechste Box erscheint. Diese beinhaltet Folge 125 bis 150. Fairy Tail Fans mit am Start? Ich würde nur ein Tattoo zeigen, aber kein Bock, mich jetzt auszuziehen. Jetzt ein richtig hartes Thema, weswegen viele vielleicht auch auf das Bild geklickt haben. Und zwar geriet der neue Anime The Rise of a Shield Hero in extreme Kritik. Dieser hat in der ersten Folge, die etwas länger ist, ich glaube 40 bis 50 Minuten, einen Plot-Twist darin, in dem der Hauptcharakter der Vergewaltigung beschuldigt wird. Dies ist aber zur Story extrem wichtig, damit der Charakter sich genau dahin entwickelt, wo er hin soll. Der Hauptprotagonist wird nämlich nach dieser Anschuldigung total zurückgelassen, verachtet und muss sich alleine durch diese extreme Welt schlagen, in die er heraufbeschworen worden ist. Jetzt gab es natürlich extreme Kritik daran, was ich nicht wirklich nachvollziehen kann. Zum Beispiel Aussagen wie, in der Zeit von MeToo sollte so etwas nicht mehr geschehen. Oder wie das Anime News Network gesagt hatte, dieser Anime gehört verbrannt. Das finde ich schon ein bisschen extrem, Leute. Auch die Webseite 1S1E sagte, dieser Anime ist abartig und niederträchtig. Also Leute, echt, übertreibt's mal nicht. Auch andere Animes mussten zum Start, die richtig gut waren, wie zum Beispiel Goblin Slayer, auch solche Aussagen über sich ergehen lassen oder solche Kritiken. Und es ist so wie bei Goblin Slayer, denn dieser Anime
wird auch nicht nur gehypt, sondern wird auch richtig krass von den Massen angenommen, denn er ist wirklich, ich habe ihn mir angeschaut, ein richtig geiler Anime, der richtig Spaß macht. Also bitte, Leute, beruhigt euch. Was ist eure Meinung? Sollte man das heutzutage einfach in so einem Plot-Twist nicht mehr erwähnen? Es ist ein Anime, eine animierte, ausgedachte Story. Oder sollte man sowas komplett verbieten und zum Beispiel so den Leuten nicht vorspielen, dass man sich in sich hineinfressen sollte und sich nicht äußern sollte, wenn so etwas wie eine Anschuldigung zur Vergewaltigung passiert ist? Was meint ihr? Schwieriges Thema. Ich bin gespannt, was wir in den Kommentaren lesen. Eine News habe ich aber noch. Es wurde ein Visual rausgehauen zum neuen Detective Conan Film. Denn dieser ist ja jetzt angekündigt, aber es ist noch nichts weiter darüber bekannt. Und zwar ist es der 23. Film der Reihe. Und nun wurde auf der offiziellen Seite ein Novel gepostet. Dieses zeigt dann auch Kaedo Kid sowie Makoto, der auf dem Bild auch mit zu sehen ist und somit wahrscheinlich auch in dem Film vorkommt. Was meint ihr dazu? Habt ihr da Bock drauf? Der Anime-Titel lautet Detective Conan 23. Movie Fist of the Sapphire. Klingt schon ganz geil. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Das war's soweit mit den News. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Zeigt mir, dass euch die News gefallen, mit einem Daumen nach oben. Schreibt heftig in die Kommentare, welche Animes gut oder schlecht sind oder auf was ihr euch am meisten freut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vergesst nicht zu abonnieren. Sayonara, ciao!